Ja, ich weiß, meine Werkstatt sieht derzeit noch mal ganz, ganz schlimm aus. Das liegt aber auch nur daran, dass ich ein bisschen was hier drin gemacht habe und gestern ein Projekt fertig gemacht habe. Das gestrige Projekt ist auch so ein bisschen der Auslöser für das heutige Projekt, denn da ist mir speziell beim Zusammenbau eine Sache aufgefallen. By the way, bei dem letzten Projekt ist, was das Hobel angeht, super viel schief gegangen. Das werde ich in dem heutigen Video aber nicht erläutern. Das siehst du in dem vergangenen Video. Deswegen sind jetzt derzeit so viele Hobelspäne auf dem Boden. Bei dem letzten Projekt habe ich diese beiden Hammer benutzt. Die haben beide jeweils einen Vorteil, aber auch einen großen Nachteil. Versteht mich bitte nicht falsch, ich beziehe das jetzt voll und ganz auf den Möbelbau bzw. auf Holzarbeiten. Wenn ihr eine Infahrt machen wolle, dann ist ein Gummihammer immer noch besser als ein Holzhammer. Ganz klar. Dieser Gummihammer hier hat einen schönen langen Griff. Gerade im Vergleich zu dem Holzhammer ist er ein gutes Stück länger. Das gefällt mir schon mal sehr gut. Wenn ich jedoch mit dem Holzhammer irgendetwas zusammenschlage, dann haben wir immer hier solche schwarzen Striemen. Das ist natürlich super ärgerlich, das ist beim Möbelbau fürchterlich. Bei dem Holzhammer haben wir das jedoch nicht. Das große Problem hier jedoch sind hier diese ganzen Kanten. Mit denen machen wir halt eben Dellen in das Holz. Das ist natürlich super blöd, wenn man an dem finalen Zusammenbau ist. Wenn ich das Ganze jetzt schon optimiere, dann will ich es auch verhindern, dass der Holzhammer hier oben in der Luft ist. Wenn das Ganze richtig auf der Werkbank aufliegt, finde ich es ein bisschen schicker. Deswegen werde ich das hier auch noch abändern. Was bei dem Gummihammer auch noch ein bisschen schöner ist, ist halt eben hier diese konvexe Oberfläche. Das hier ist gut, wenn man mit dem Stechbeitel arbeitet, aber wenn man irgendetwas zusammenschlägt, wie gesagt, hat man hier nochmal zusätzlich durch die flache Form die Kanten, die man dann ins Holz reinschlägt. Eine Sache, die auch noch ein bisschen schöner an diesem Gummihammer ist, ist halt eben einfach die Masse. Das ist viel angenehmer damit, größere Holzteile zusammenzuschlagen, als mit diesem Holzhammer, weil der halt eben eine größere Masse hat. Aber ganz wichtig, darum kümmere ich mich heute nicht. Heute werden wir uns erstmal um die anderen genannten Punkte kümmern und daraus den idealen Holzwerkerhammer herstellen. Und was braucht man natürlich? Als erstes Holz, und darum kümmern wir uns jetzt. Das Stück Holz ist jetzt vorbereitet und da gibt es zwei Besonderheiten, auf die ich extra geachtet habe. Punkt Nummer 1, die Bohrung. Die Bohrung ist 30 mm im Durchmesser, auch wenn das relativ knapp bei dem Gegenstück wird. Aber die habe ich so groß gewählt, damit der Durchmesser über dem Vierzackmitnehmer steht. Dann kann ich das Ganze mich einfach ausspannen und kann prüfen, ob das Ganze hier wirklich super gut reinpasst. Die nächste Feinheit ist, dass ich hier das alles ein bisschen runddrechseln will, aber ich werde es nicht zentrisch einspannen. Ich werde es ein bisschen außermittig einspannen, damit hier oben die Seite komplett rund wird, aber hier unten die Phase quasi nur angerundet wird. Denn wenn das komplett rund wird, haben wir hier keinen schönen Abschluss mit unserem Loch.
Die Rundung ist jetzt schon mal fertig gedrechselt hier oben. Hier haben wir eine schöne Flachstelle. Wenn das Ganze später verschliffen ist, wird das bestimmt ganz schön aussehen. Hier unten haben wir außerdem noch diese Flachstelle, die später für den Griff sehr wichtig ist. Und vor allen Dingen ist unsere Oberfläche gar nicht so schlecht. Das heißt, wir müssen später nicht so viel schleifen, beziehungsweise jetzt gleich. Denn ich werde jetzt einmal alles grob schleifen, um zu sehen, ob die Form final ist. Denn das Feinschleifen werden wir sowieso später machen. Also ich werde das jetzt einmal grob schleifen und dann können wir uns um die Stirnseiten kümmern. Denn ich habe ja auch angesprochen, dass diese geraden Seiten mir nicht so gut gefallen. Deswegen werden wir da gleich auch noch was machen. Bevor wir uns jetzt erstmal hier um die Form kümmern, kümmern wir uns erstmal um das Wichtigste. Und das ist hier oben der Zapfen, der später in den Hammerkopf reingesteckt wird. Ich habe mir den Messschieber auf 31 mm eingestellt. Da werde ich das Ganze jetzt passend hier auf den Durchmesser drechseln, passend auf die Breite und werde das vorne erstmal ein bisschen konig machen und werde mich dann langsam ranarbeiten, damit wir einen sehr, sehr sauberen Sitz später in unserem Hammerkopf haben. Jetzt spanne ich das Ganze nämlich aus. Es passt noch gar nicht. Deswegen werde ich es jetzt doch noch ein bisschen weiter runter drechseln. Aber da zeige ich euch gleich einen Trick. Ich habe das Ganze jetzt spitz angedrechselt und ich stecke das jetzt einfach mal hier ins Loch rein und drehe es ein bisschen. Dann habe ich nämlich hier genau die Marken, wo ich weiß, bis wohin der Durchmesser super ist. Und hinten dran das werde ich jetzt einfach hier an den Durchmesser anpassen. Das ist der erste Versuch. Ich schaue mal, ob es direkt beim ersten Versuch auch funktioniert. Aha. Also das passt hier jetzt relativ stramm rein. Ich werde es später einfach kurz schleifen und dann wird es hier auch mit ein bisschen Holzleim besser reingehen. Warum habe ich jetzt den Griff noch nicht gedrechselt? Hätte ich das hier oben nicht in der richtigen Dicke gedrechselt, müsste ich es ja sowieso neu machen. Und so habe ich mir halt einfach ein bisschen Arbeit erspart, falls das halt eben der Fall gewesen wäre. Jetzt kann ich mich hier um kümmern und da oben das ist als fertig. Jetzt geht es einfach nur noch so ein bisschen um das Ergonomische, dass es halt für einen selbst gut passt.
Als nächstes brauche ich hier zwei von diesen runden Stücken Leder. Deswegen lege ich mir das eine hier schon mal als Vorlage hier oben drauf und schneide einfach die andere Seite noch aus. Als nächstes kann ich mir ein bisschen 5 Minuten Epoxy fertig machen, denn damit werden wir schlussendlich das Leder auf das Holz kleben. So, unser Hammer ist jetzt quasi fertig gebaut, aber die Oberfläche ist noch nicht fertig. Ich werde hierfür mein eigenes Finish benutzen. Das Besondere hier dran ist auf jeden Fall, dass man das auch für Leder benutzen kann. Deswegen kann ich das gerade hier bei dem Teil vorne einfach mitfinishen. Sieht echt schön aus, dann wird es wieder schön dunkel und geschmeidig. By the way, in meinem VW-Bus sind ja viele Schubladengriffe aus Leder. Die habe ich auch schon seit jeher damit behandelt. Let's go! Gerade bei dem Projekt ist mal wieder aufgefallen, wie schön es ist, wenn man einfach mal was in die Hände nimmt und es ausprobiert. Weil das mit dem Leder habe ich auch noch nie gemacht. Eigentlich wollte ich es vernageln, habe aber dann doch noch zum Glück gesehen, dass ich diesen 5-Minuten-Epoxidharz hatte. Damit hat es echt gut funktioniert. Als kleine Info für dich, ich habe mir heute Morgen mal wieder ein bisschen TikTok angesehen und habe mir echt gedacht, Alter, es gibt so viel Müll im Internet, speziell auf TikTok. Deswegen bin ich so froh, dass ich mittlerweile hier diesen YouTube-Kanal habe und das alles so funktioniert, dass ich hier einfach Möbel bauen kann und kann die euch halt eben zeigen, wie ich das Ganze baue. Am Schluss habe ich da was davon, weil ich halt jedes Mal super viel dazu lerne, allein bei dem Projekt hier wieder mit dem Leder. Hier nochmal die Passung zwischen dem Griff und dem Kopf. Das habe ich auch schon super lange nicht mehr gemacht. Ich bin super froh, dass ich halt einfach das hier so machen kann, dass ich bei jedem Projekt was dazulerne. Umso glücklicher bin ich auch wiederum, wenn mir Leute Bilder schicken, dass ich irgendwie was in der Art und Weise, wie ich es vielleicht im Video gemacht habe, wenn sie das nachdrechseln. Erst eben hat mir wieder jemand geschrieben, dass er so diesen Tannenbaum, den ich gedrechselt habe, dass er den mit Epoxy füllen wird und dann innen drin eine Lampe reinmachen wird. Total geil. Richtig, ich feiere das total, dass jemand das dann auch irgendwie in der Art und Weise nachmacht. Ich will mich da auch nicht irgendwie hinstellen und sagen, ich habe das vorgemacht. Ganz und gar nicht. Ich finde es einfach nur schön. Ne? Also jetzt werde ich euch noch einen kleinen Test zeigen. Wir werden mal ein bisschen Holz verklopfen und gucken, wie das funktioniert. Schauen wir uns mal an. Also mit welchem Hammer fangen wir denn an? Wir fangen mal mit dem Gummihammer an. Ich lege das hier drunter, sonst ist es so laut. Hier sehen wir jetzt einmal diesen schwarzen Fleck. Das Problem ist auch, wenn man vielleicht irgendwie ein Möbelstück zusammenschlägt und dann so seitlich draufschlägt, dann haben wir halt eben das hier. Und dann der nächste Test. Ups, wir haben ja hier jetzt eine Delle. Das ist aber blöd. Ja, hier, das ist das, was ich meine. Das ist halt echt jedes Mal super ärgerlich. Und jetzt werden wir es mal ausprobieren mit dem selbstgebauten Hammer. Also, ich bin echt super zufrieden. Wir sehen jetzt hier keine Verfärbung. Hier habe ich einmal richtig seitlich reingeschlagen. Da haben wir halt jetzt einfach eine Delle. Aber ich denke, das ist okay, solange wir den Hammer nicht so aufs Holz kloppen, ist das vollkommen okay. Und jetzt noch die Details beim Leder. Und zwar hätte ich das hier schon vorher gewusst, hätte ich das einfach großflächiger gelassen. Da hätte ich das auch nicht auseinanderschneiden müssen. Denn es ist viel schöner, wenn man das aufklebt und schneidet das nachher mit dem scharfen Stemmeisen einfach schräg ab. Dann hat man hier ein richtig schönes Finish. Sieht richtig gut aus und der Übergang ist halt quasi nahtlos. Hier seht ihr das Ganze. Hier habe ich es ein bisschen zu klein vorher geschnitten. Hätte ich das, wie gesagt, nicht so kreisrund vorher ausgeschnitten, würde es halt in etwa aussehen wie hier. Dann hier noch der Übergang vom Griff zum Kopf. Ist auch eigentlich ganz okay geworden. Grifflänge ist genauso lang wie bei dem Gummihammer. Man hat hier einen schönen dicken Griff, aber die Maserung ist auch schön geradlinig. Das heißt, wenn wir da mal ein bisschen fester drauf schlagen und die Maserung wäre so gewachsen, dann sollte da auch eigentlich nichts auseinanderbrechen. Man kann es auch hier oben greifen, da kann man ein bisschen dezenter drauf klopfen. Also auf jeden Fall ein Werkzeug,
was auch zum Benutzen gedacht ist. Also, ich bin super happy. Wenn du jetzt noch ein Drechsel-Video sehen möchtest, werde ich dir mal da oben eins verlinken. Und unten werde ich da die große Hobelmaschine verlinken. Ist echt ein schönes Video, weil ihr halt eben die komplette Maschine mit all ihren Details auch seht. Ich wünsche dir einen ganz tollen Tag und sage bis zum nächsten Video. Bye-bye.